Hallihallo und herzlich willkommen bei smartwatch.de. Heute stellen wir Ihnen die Explora 4 vor. Das ist eine neue Kinder-Smartwatch, mit der ihr direkt telefonieren könnt. Das heißt, ihr braucht gar kein Handy, mit dem sich die Smartwatch verbindet. Die Uhr hat eine SIM-Karte drin, die müsst ihr natürlich dazu kaufen, das ist klar. Und dann könnt ihr damit gleich lostelefonieren. So, was die Uhr alles kann, ja, das steht hier auf der Seite drauf, das ist absolut der Wahnsinn. Die ersetzt also ein Handy quasi fast vollumfänglich, möchte ich sagen. Aber was die Uhr alles kann, das interessiert uns heute nicht, weil dafür habt ihr smartwatch.de, da könnt ihr das nachschauen, was die Uhr alles kann. Die können euch das wesentlich besser erklären als ich. Aber was ich machen kann, ich kann euch zeigen, wie die Uhr aussieht. Und das mache ich gleich nach dem kurzen Intro. Ja, und jetzt packen wir sie aus, die Explora 4. Seht ihr, ich mache das ein bisschen spannend. Wow. Wir haben hier die blau-türkisene. Es gibt allerdings auch noch die Uhr in Blau für Jungs, ja, und Rosa für Mädels. Wobei ich persönlich bin ja ein Feind von diesen Blau ist Jungen und Rosa ist Mädchen und Türkisgrün und beide. Nein, ich finde auch ein Mann oder ein Junge mit einer rosa Uhr ist genauso cool wie ein Mädchen mit einer blauen Uhr. Kann man also machen, sehe ich jetzt alles gar nicht so eng. So, jetzt schauen wir uns die Uhr mal an. Ich finde, die ist schon mal richtig schön verarbeitet. Was mir gut gefällt, sind hier diese, ja, diese Löcher. Das hat sowas. Das hat sowas. Ich weiß nicht. Das schaut so ein bisschen aus nach, ja, nach so, wie so Luftblasen hier, so Seifenblasen. Richtig schön gemacht. So, dann haben wir hinten dann, das sind die Ladebuchsen. Da kommen wir gleich drauf zu sprechen. Hier die Explora 4. Hinten steht dann nochmal alles drauf. Und dieses Armband ist widerstandsfähig. Wahrscheinlich bis zum geht nicht mehr. Das testen wir aber jetzt. Ne, Quatsch. Ja, tun wir das Messer mal weg hier. Kinder, ihr geht ja nicht mit dem Messer an die Uhr. Ihr seid ja nicht verrückt, ja? Macht das nicht zu Hause nach. So, die Uhr, die kann man dann hier relativ stufenlos einstellen, beziehungsweise bis hier unten. Also das hier wäre dann so die kleinste. Und ich denke mal, unter 6 Jahren, finde ich, sollte man sowieso keine Smartwatch haben und auch kein Handy. Das ist alles, was heißt 6? 6 finde ich sogar noch ein bisschen früh. So, hier vorne ist dann noch eine Kamera mit drin. Wir haben hier aber auch einen Schulmodus. Das heißt, ihr könnt diese Uhr auch in der Schule tragen. Sie hat nämlich den Schulmodus. Was das genau bedeutet, lest ihr dann bei smartwatch.de nach. Ich mache die Uhr jetzt mal an. So, während die angeht, das dauert ja immer ein klein bisschen, schauen wir uns an, was noch alles mit dabei ist. Ja, das ist alles hier unten drunter. Da müssen wir jetzt ein bisschen schütteln. Es kann sich nur noch um Stunden handeln. Mal sehen, ob ich zuerst den Karton ausgepackt habe oder ob zuerst die Uhr hochgeladen ist. Das gibt's doch. Ah, ein kleiner Trick. Man kippt es einfach zur Seite. So, hier, da sieht man auch schon vorne, ja, das ist die Bedienungsanleitung, die ist hier drin. Da brauchen wir uns jetzt ja nicht anzuschauen. Das ist ja erst dann relevant, wenn ihr die Uhr kauft und am Handgelenk habt. Ich sage immer Armgelenk. Und hier ist dann halt das Netzgerät dabei, beziehungsweise ja, der Ladestecker. So, und auch hier haben wir kein extra Netzteil mit dabei, sondern nur dieses Ladekabel. Aber es handelt sich hierbei um einen USB-Anschluss, den ihr in jedem ja, USB-Gerät laden könnt. Ihr habt mit Sicherheit zu Hause ein Netzteil. Die gibt es mit bis zu, ich weiß nicht, 12 Steckern. Es gibt mittlerweile auch Steckdosen, habe ich gesehen, wo ihr das direkt reintun könnt. Ansonsten Fernseher, DVD-Spieler, Blu-ray-Player, Rechner, Laptop, überall könnt ihr das laden. Das ist also mit Sicherheit kein Problem. So, und jetzt haben wir sie an. Hier kommt die SIM-Karte übrigens rein. Ja, und vorne wird die Uhrzeit angezeigt und das Datum. Ist das cool? Ja, nee, das ist ja auch klar. So, hier steht jetzt auch keine SIM. Das heißt, die Funktionen der Uhr sind jetzt vermutlich, was heißt vermutlich, mit absoluter Sicherheit nicht zu sehen, aber ihr könnt euch ja schon mal anschauen, was die Uhr theoretisch alles kann, wenn wir hier mal so draufdrücken. Keine Message. Ja, okay. Ja, gut, dass wir keine Nachrichten gekriegt haben, wenn hier keine
Karte drin ist, ist klar. Also ja, so wird die Uhrzeit dann angezeigt und ihr könnt damit verschiedene Sachen machen. Die hat, wie gesagt, einen Schulmodus. Ihr könnt bis zu 50 Nummern auf der Uhr speichern. Das Touchscreen-Display, das Farb-Touchscreen ist in Farbe. Also das Display ist in Farbe, ihr seht das. Ihr könnt auch den Nutzernamen und das Passwort verändern. Ihr könnt verschlüsselte Kommunikation betreiben. Datensicherheit durch EU-Server habt ihr auch. Keine unbemerkten Bildaufnahmen möglich, das heißt, das geht nicht. Und das Wichtigste, diese Uhr hat keine Abhörfunktion und ist demnach auch in Deutschland zugelassen. Das ist ja bei manchen Smartwatches ein Problem, gerade bei Kindersmartwatches. Wenn die eine Abhörfunktion haben, das heißt, ihr könnt dann vom Rechner auf die Uhr zugreifen, ist die in Deutschland nicht erlaubt. Ja, die ist es aber. Sonst würde ich sie euch ja auch gar nicht vorstellen. Also, so schaut sie aus, die Explora 4 in Türkisblau. Wie gesagt, gibt es auch noch in anderen Farben. Wenn euch das Video gefallen hat, würde mich das sehr freuen. Und alle weiteren Informationen zu dieser Uhr findet ihr bei den Profis von smartwatch.de.